Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch eine solche Faltschachtel selber falten könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein quadratisches Stück Papier. Dabei spielt es keine Rolle, um was für ein Papier es sich handelt. Wichtig ist einfach, dass es relativ stabil ist und vielleicht nicht unbedingt so schlecht aussieht. Normales weißes Papier wäre vielleicht ein bisschen langweilig für eine solche Schachtel. Was ihr zuallererst machen müsst, ist die Diagonalen zu falten. Nach diesem Schritt sieht das Papier in etwa so aus. Hier sieht man gut die Diagonalen. Als zweiten Schritt müsst ihr die jeweiligen Ecken, also wir haben hier vier Stück, bis zur Mitte falten, so, und dann hier einfach runterdrücken. Das macht ihr für jede einzelne Ecke. Hinterher müsst ihr euer Papier nun so aussehen. Im nächsten Schritt faltet ihr nun euer Papier wieder auf. So. Und jetzt seht ihr hier schon einige Falten. Was ihr jetzt machen müsst, ist die jeweiligen Ecken zu den gegenüberliegenden, mittig liegenden Punkten. Hiermit meine ich die hier, falten. Und zwar so. Hier die Ecke ranlegen und falten. Das macht ihr nun wieder für jede einzelne Seite. Euer entstandenes Faltmuster müsste nun so aussehen. Nun müsst ihr noch die Ecken nehmen und sie bis zu diesem ersten Knick in der Mitte bewegen und auch hier wieder falten. Das macht ihr wieder für jede einzelne Seite. Jetzt nehmt ihr euch eine Schere zur Hand und schneidet von zwei gegenüberliegenden Ecken zwei Vierecke entlang. Also bis dort und das nochmal auf der Seite. Und jetzt drehen wir das Blatt Papier um 180 Grad. Dip, 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 dip. Und machen das gleiche hier bis dort und dort. Was wir jetzt als nächstes tun, ist diese länglichen Seiten zu nehmen, also die hier, nicht die hier, sondern die hier, und falten hier die Spitzen bis zur Mitte. Das dürfte relativ leicht gehen, weil wir so schon mal gefaltet haben. Dann klappen wir hier jeweils die Seiten hoch, sodass sie so abstehen. So, und das gleiche noch auf der anderen Seite. So. Und so. Und jetzt klappen wir die Seiten einfach so hoch. Erstmal so grob, dass es in etwa so ein wenig hält. Na, so. Dass es noch nicht so richtig hält, ist völlig normal. Jetzt nehmt ihr euch die anderen Seiten und klappt diese ebenfalls so hoch. Diese kleine Ecke vorher runter und klappen das hier so rein. Und das gleiche auf der anderen Seite. Hoch, Ecke umklappen und rein damit. Noch ein bisschen nachdrücken. Natürlich, je präziser ihr das macht und vorher faltet, desto schöner wird die Schachtel auch hinterher. Im Prinzip ist die Schachtel jetzt fertig. Zu kleinen Nachbesserungen könnt ihr noch ein bisschen nachdrücken. Und nochmal die Kanten entlang drücken, hier das bisschen runter machen und fertig ist im Prinzip die Schachtel. In der Regel sollte ihr sie so halten, wenn doch irgendwie irgendwas wieder hochklappen sollte, was in der Regel nicht passiert, könnt ihr euch natürlich mit ein wenig Flüssigkleber nachhelfen. Wenn ihr jetzt zwei von diesen Schachteln habt und vorher bei einer davon ein etwas kleineres Quadrat genommen habt, könnt ihr diese perfekt aufeinander setzen und als richtige Schachtel benutzen. So wie in meinem Fall. Meiner Meinung nach perfekt, um kleine Gegenstände zu verschenken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal.